Okay, es geht weiter zum letzten Part für heute. Oh, ok. Mark, schaut euch den Kleinen an. Der ist ja schon erledigt. Und gegen so ein Team hat die Royal Academy wirklich verloren? Na, die Royal hat ja auch gegen die Zeus Junior High verloren. Wenn ich das richtig sehe, haben wir dieses Jahr die Meisterschaft schon in der Tasche, was? Oh Mann, ist ja echt öde. Und für Loser wie die hier haben wir echt keine Zeit. Kommt, wir machen mal die Fliege. Pussys. Das Z-Dreieck. Frage mich nur, wann die sich eigentlich so eine Technik ausgedacht haben. Was ist hier eigentlich los? Mark Evans! Sag mal, habt ihr das gesehen? Das war ein irrer Schuss. Vielleicht sogar noch besser als die Hämmer von Axel. Wenn nicht mal unser Kapitän den Ball halten könnte. Ja, hat niemand die magische Hand gemacht, aber egal. Da haben wir doch keine Chance gegen die Jungs von der Kirkwood. Aber wirklich, und wenn wir sowieso verlieren, dann müssen wir doch eigentlich gar nicht mehr trainieren. Ach, die kann man so leicht demotivieren. Solche Pussys. Was? Was denn mit euch los? Wo wollt ihr überhaupt hin? Hey, Leute, wartet doch mal. Mark, komm, bleib bei uns, Mark. Ja, er stirbt hier nicht, verdammt. Katzin? Ach, scheiße, keine Katzin. Hier. Mark, du bist wieder bei Bewusstsein, puh. Genau, aber habe ich etwa verloren? Verloren, das war eine totale Niederlage. So schlimm, dass sogar ich mich für dich geschimpft habe. Nelly! Was ist denn? Ist doch wahr, oder? Also ich muss dann mal weg. Die Schülervertretung braucht mich schließlich auch noch. Aber Mark. Verstehe. Na gut, kann schon mal passieren. Ist auch nicht so schlimm. Und im Moment ist mir die Zeit zu schade für eine Verletzungspause. Zeit ein wenig zu trainieren. Ach, aua, ah. Jetzt kommt die Ärztin. Alles in Ordnung? Das sieht gar nicht gut aus. Du solltest nicht so schnell aufstehen. Nicht gut. Eis. Silvia, ich muss neues Eis holen. Kommst du mit mir tragen helfen? Aber, ja, sicher. Also, bis gleich. Ruh dich ein wenig aus, Mark. Das ist jetzt das Wichtigste. So, der Wettner wird jetzt wieder abhauen. Nach so einer Schlappe kann ich doch nicht ruhig im Bett liegen. Bleib. Für eine Runde Training im Inusana Trainingszentrum. Ich muss trainieren und stark genug werden, um die Schüsse der Kirkwood-Spieler zu halten. Auf zum Inusuma Trainingszentrum. Okay, er ist alleine drauf. Okay, er ist im Westgebäude. Den. Schau, mich greifen jetzt keine Spieler an. Das wäre echt unfair. Was habe ich eigentlich schon abgespeichert? Egal, das mache ich mal später. Okay, jetzt hast du es auch bemerkt. Er ist abgehauen. Da bin ich wieder, Mark, und ich habe auch das Eis mitge. Mark! Warte. Ah, jetzt kommt Axel! Axel! Eine Katastrophe, Mark ist verschwunden. Dabei braucht er dort dringend Bettruhe. Komm mit, wir müssen ihn suchen gehen. Nicht böse sein, Silver, ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Warte doch! Soll er etwa alleine trainieren, damit er die Bälle der Kirkwood halten kann? Dabei hat er doch erst die Spieler im Fußballclub zu einer Mannschaft geformt. Das ist doch... Ihr seid alle so gemein. Ich lasse ihn heute dran. Okay. Also noch einmal. Schießt einfach voll aufs Tor. Aber du bist körperlich einfach nicht in der Form, um... Das ist doch noch gar nichts gegen den Ball, den die mir reingehauen haben. Los, tut das ganz einfach. Haut mir den Ball in den Kasten, wenn ihr es könnt. Was ist das hier für ein Krach? Ihr stört mich bei meinem Training. Was sind das eigentlich für Spieler? Ja, die hier? Die kenne ich gar nicht. Sharp, du kommst mir gerade recht. Komm, hau mir einen Ball rein. Und zwar stärkere Bälle als die Typen von der Kirkwood. Vergiss es. Aber warum denn, Sharp? Du kannst doch nicht mehr klar denken, Moment. Kühl dich erstmal ein wenig ab. Oh nein, wieso? Wieso nur? Das ist nicht fair. Schaut euch den Kleinen an. Der ist so schon erledigt. Dass sie mich so einfach umhauen konnten. Da bin ich doch als Kapitän nicht geeignet. Schätze, es gibt nur einen Ort, wo ich jetzt hingehen kann. Kleine Blocknachricht. Geh zum Turm. Also. Okay.
Das mit den Schlüssel. Wohin ist Mark nur verschwunden? Dabei müsste er sich doch noch ausruhen. Wenn Mark nicht bei uns ist, geht alles runter und darüber. Also das mit den Schlüsseln. Was soll ich jetzt damit machen? Soll ich die Schlüssel finden und dann das euch zeigen? Schreibt es in den Comments. Und das mit den Anwerben will ich auch wissen, weil Anwerben... Ich will das nicht aufnehmen, weil das nimmt zu viel Platz weg und alles. Ich will das lieber offscreen machen und dann euch zeigen, was ich da so bekommen habe. Was für Spieler und so alles. Oder ich soll keine Spieler anwerben. Ich habe auch damit auch kein Problem so. Ist euch entschieden. Wie schön das ist. Fast genauso wie der Himmel an dem Tag, als die World Academy uns herausgefordert hat. Vier Loser wie die, ja, haben wir echt keine Zeit. Komm, wir machen die Fliege. Die Hauptrunde der Football Frontier gewinnen. Wirklich nur ein Traum? Ist das für mich wirklich unmöglich, Opa? Nanu, dich trifft man aber auch an den verrücktesten Orten. Wer kommt denn jetzt? Ach, Nelly. Jetzt wird sie ihn aufmuntern. Nelly, was machst du denn hier? Nichts eigentlich, ich komme einfach nur gerne hierher. Ich mag diesen Turm. So, naja, ist ja auch wirklich nett hier. Oha, der Sonnenaufgang ist echt geil. Und, was ist mit dir? Ein Schuss nicht gehalten und schon geht die Welt für dich runter? Hm? Wir sind doch wirklich so stark genug. Wir können gegen jede Mannschaft antreten. Hast du das wirklich gedacht? Na, dann nenne ich mal ein gesundes Selbstbewusstsein. Ihr habt doch schon öfter eine Schlappe einstecken müssen, oder? Aber bis jetzt seid ihr doch nach jeder Niederlage wieder auf die Beine gekommen. Weißt du noch, als du nach dem Spiel gegen die World Academy auf keinen Fall aufgeben wolltest? Das hat Axel Blaze beeindruckt und Hugh Sharp. Deshalb sind sie doch überhaupt in den Club gekommen. Und ich war damals auch. Du? Na, das ist jetzt auch egal. Jedenfalls frage ich mich echt, was das hier jetzt soll. Ist doch Zeitverschwendung hier, als allein Trübsal zu blasen, wenn es noch so viel zu tun gibt. Solche Probleme solltest du im Team besprechen, gemeinsam mit den anderen Spielern. Ist nicht mehr so wie damals, als du ganz allein am Rande des Platzes den Ball gekickt hast. Hm, stimmt. Ich bin nicht mehr allein. Das war alles. Echt, ohne Hilfe merkst du wohl nicht rein gar nichts, was? Nelly? Was ist denn? Geht das nicht vielleicht etwas leiser? Danke, das war genau das, was ich jetzt hören musste. Pah. Okay, die macht die Moonwalk. Moonwalk auf den Leiter da. Okay, geil. Stimmt genau, wir sind schließlich noch lange nicht am Ende. Wer sagt denn, dass wir beim nächsten Mal nicht gewinnen können? Nur weil wir heute verloren haben. Neue Blognachricht. Und wo muss ich jetzt hin? Was soll die Grübelerei? Das passt nicht zu dir, Mark. Wenn du ein Problem hast, solltest du erst mit allen besprechen. Also los zurück zur Schule. Manchmal sagt Nelly ja echt nette Sachen. Warte, kann ich noch weiter nach oben? Oh nein, okay. Aber der Sonnenaufgang, also der Sonnenuntergang, meine ich, war echt gut. Jetzt versteckt sie sich. Ob er ihre Beine nicht sehen würde. Aber sie kommt erstmal. Jetzt muss sie schubsen und abhauen. Nelly Furtado. Nanu, Silvia, was machst du denn hier? Hier bist du also, Mark. Ja, du warst ja auch so plötzlich weg. Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja Mark hier zum Turm. Ach so, tut mir leid, wenn ich allen Sorgen bereitet habe. Jetzt ist aber wieder alles in Ordnung. Ah, na gut, wenn du wieder in Ordnung bist, dann ist ja alles klar. Der Trainer hat gesagt, er würde vor dem Spiel gegen Kirkwood noch ein Spezialtraining vorbereiten. Im Ernst? Fantastisch. Mit dir wirklich alles wieder in Ordnung, Mark? Aber sicher, Nelly hat sich auch schon aufgeregt. Ich soll nicht ganz allein Trübsal blasen und so. Ach so. Was ist denn los? Komm schon, Silvia, auf geht's. Mark, du Schwachkopf. Auf zum Clubhaus. Die Kamera ist so komisch gedreht. Also kann ich die Kamera nicht so drehen? Was? Ich bin echt der Beste. Ich habe das jetzt erst gemerkt, dass er das kann. Lauf! So zu lenken macht mehr Spaß. Din, 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 din. Jetzt lauf! Geh in die Tür!
10 Minuten sind vergangen. Ich habe alles gehört, Kleiner. Ihr seid wohl ziemlich glorreich geschlagen worden, oder? Das kann man wohl sagen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Es ist wieder alles in Ordnung. So, so. Du hast dich aber wirklich schnell erholt. Wir sind echt ein schlichtes Gemüt, oder? Bei dir wollte ich mich auch noch entschuldigen. Ich war eben nicht besonders nett, Scharf. Keine Sorge, Kleiner. Die alten Inazumas haben ein Spezialtraining vor dem Kickfoot-Spiel für euch. Wenn ihr fertig seid mit den Vorbereitungen, kommt einfach zum Platz. Wir warten auf euch. Übrigens, wo ist eigentlich Nathan, Swift und Wallzeit und Ironside? Fehlen auch noch, oder? Swift habe ich eben im Zeitungsclub gesehen. Was er dazu erledigt hat, weiß ich allerdings nicht. Und gegen Kirkwood zu gewinnen, reicht das nicht, wenn ich als einziger trainiere und besser werde. Stimmt natürlich, auch. Ihr sagt dem Trainer, dass ihr kommt, wenn die anderen drei auch hier sind. Ja, macht das. Ich gehe jetzt inzwischen erstmal zum Zeitungsclub, um Nathan zu holen. Auch zum Zeitungsclub. Wartet mal. Okay, weiter geht's. Neue Blognachricht gucken. Meine Stimme. Verdammt. Um die Kirkwood zu gewinnen, müssen alle Spieler noch viel, viel besser werden. Zuerst aber auf zum Zeitungsclub. Da müsste Nathan zu finden sein. Ey, meine Stimme geht bald weg. Zeitungsclub? Seit wann geht es da oben hin? Sind die behindert? Hey, wieso soll ich extra nach oben gehen? Ob ich nicht wüsste, wo der Zeitungsclub ist. Dumme, dumme Leute. Das geht doch viel, viel schneller. Warum extra diesen Umweg nehmen? Din, 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 Kirk. Wusste ich, dass hier eine Truhe war? Talisarmband. Okay, Talisman-Armband gefunden. Wo ist der? Na nun, keine Tinte mehr? Dann muss ich wohl auf den Heimweg noch beim Schreibwaren laden. Und du? Unser Fußballclub wird die Hauptrolle in meinem nächsten Manga-Spiel. Sobald es fertig ist, werde ich euch da natürlich zeigen. Den, 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 Zeitungsclub, Go und Shogi Club. Warte, hier, da ist er ja. Hey Mark, du denkst doch wirklich nicht, wir hätten uns auf den Staub gemacht? Na gut, ein ganz klein wenig mulmig war uns sicher schon. Das gebe ich auch zu. So ein Wahnsinnsschuss mit eigenen Augen zu sehen, zu müssen, tut aber auch schon weh. Hör mal, Nathan. Aber Mark, aber. Axel hat uns allen ziemlich den Kopf gewaschen. Axel? Wie Axel? Ist jetzt Axel daran schuld? Hat doch eh keinen Zweck. Kommt, wir gehen heim. So leicht gebt ihr auf? Jetzt kommt der auf einmal. Axel! Ich geb nicht so leicht auf. Unser Captain findet garantiert wieder zurück zu seinem alten Optimismus. Ich hätte echt gedacht, dass ihr das auch spüren würdet. Pussis. Axel! So war das also. Wir haben doch auch gesehen, dass die Kirkwood ein harter Gegner ist. Deshalb wollten wir auch ein wenig recherchieren, das ist alles. Ach, das war also der Grund. Danke, Nathan. Ich muss hier auch noch etwas herausfinden. Danach komme ich dann auch zum Fußballplatz. Ironside hat gesagt, er geht für seine Recherche in die Bibliothek. Er und Walter geben sich auch richtig Mühe, um zu helfen. Geh ruhig zu ihnen und hol sie ab. Verstanden, danke, Nathan. Dann gehe ich am besten gleich zur Bibliothek und Ironside abzuholen. Okay. Das war jetzt mal das. Bibliothek war da in der Schule, oder? Ja, das war in der Schule. Das musste in der Schule sein. Ja, in der Schule war das richtig. Und da rein. Zum Glück keine Zufallskämpfe. Bibliothek ist da. Ich bin die Leserei echt nicht gewohnt. Mir schwirrt jetzt schon der Kopf. Oh, Captain, schon wieder alles in Ordnung? Klar, sorry, wenn ich euch allen Sorgen gemacht habe. Ich wollte nur nachsehen, ob nicht irgendwo in der Bibliothek noch Geheimnotizen versteckt sind. Aber irgendwie finde ich einfach keine. Dabei müssten irgendwo doch ganz bestimmt noch welche sein. Irgendwelche Techniken, mit denen man diese drei Fieslinge von den Socken hauen könnte. Verstehe, vielen Dank, Ironside. Aber beim nächsten Spiel will ich mich nicht nur auf irgendwelche Geheimnotizen verlassen. Was aber, warum denn das? Klar, wir freuen uns alle, wenn wir eine neue Geheimnotiz finden, oder? Aber wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft. Das gibt uns allen noch viel mehr Kraft als alle Geheimnotizen der Welt.
Deshalb sollten wir auch gemeinsam trainieren, um die Kirkwood-Schüler zu besiegen. Kapitän, hör auf. Ich muss ja sonst noch weinen. Hi und sei, du bist ein wahrer Freund. Mag sein, trotzdem wäre es schon schön gewesen, noch eine weitere Geheimnitude zu finden. Ei und Zeit? Ich suche noch ein wenig, dann komme ich auch noch zum Training. Übrigens, Wallzeit hat gesagt, er wollte zum Fluss. Wie wär's, wenn du auch noch dahin gehst, um ihm Bescheid zu sagen? Geht klar, dann gehe ich jetzt zum Fluss und sage Wallzeit, dass das Training weitergeht. Auf zum Fluss. Okay, jetzt hole ich mal in der Truhe das da, Hyperriegel. Ihr habt einen Hyperriegel bekommen, Dankeschön. Ich muss aber bald diesen Part auch noch zu beenden. In dem Part habt ihr fast eigentlich nichts gesehen. In diesen 5 Parts habt ihr nur ein Spiel gesehen und ein paar Zufallskämpfe. Ein paar Cutscenes habt ihr auch noch gesehen. Und zum Fluss. Flussufer. Da eine Truhe mit 1050 Elan-Punkten. Okay. Katze? Ja, Hunger will Fisch. Din, 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 din. Warte, ist da eine Truhe vielleicht? Kacke. Ich hätte mich gefreut, wenn da eine Truhe wäre. Weil ich muss mal echt alle Schlüssel finden. Din, 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 din. Jack, los, du schaffst das! Hä, trainiert der oder läuft er einfach gegen das Tor? Puh, noch einmal. Ich schaff das. Wortzeit. Einer von den Fußballern, die mein Bruder kommentiert. Captain, ich meine, Mark, schon wieder fit? Keine Sorge, alles wieder in bester Ordnung. Und du, die ganze Zeit hier allein trainiert? Jack ist nicht allein, ich helfe ihm. Dieser Z-Dreieck ist ja wohl wirklich nicht so leicht zu stoppen. Da müssten die Verteidiger den Ball stoppen, bevor er überhaupt in die Nähe des Tor kommt. Zumindest habe ich das gedacht und schon mal hier trainiert. Aber irgendwie klappt es nicht so recht. Danke, vielen Dank, Wortzeit. Aber vielleicht sollten wir doch lieber in der Mannschaft trainieren. Für das Spiel gegen Kirkwood haben mit der Trainer und die alten Inusum 11 ein Spezialtraining vorbereitet. Wirklich? Wenn das so ist, fühle ich mich auch noch viel gleich stärker. Hat gerade gepupst? Aber vor dem Training muss ich unbedingt noch etwas essen. Ich habe wirklich einen Riesenhunger. Verstanden, wir warten dann auf dich. So, und jetzt sind wohl auch alle Spieler versammelt. Auf zum Platz zum Training. Auf zum Fußballplatz. Okay. Truhe. Wiesentrikot. Und los geht's. Na, da seid ihr endlich. Und alle wieder vereint? Das erste Spezialtraining soll jeden einzelnen von euch als Individuum stärken. Jeden einzelnen als Individuum? Genau, um als Team stärker zu werden, müsst ihr auch alle als einzelne Spieler noch sicherer in euren Techniken werden. Also Wortzeit, du bist Verteidiger, genauso wie ich. Deshalb werden wir beide jetzt zusammen ein Spezialtraining absolvieren. Puh, ich wette, das wird hart. Okay. Und du, Kleiner, du bekommst von mir ein Torwart-Spezialtraining. Ein Torwart-Spezialtraining? Klar, die stärkste Spezialtechnik, die wir haben, die magische Hand, kennst du ja schließlich schon. Jetzt musst du damit auch die gefährlichsten Bälle halten, die wir schießen können. Die gefährlichsten Bälle? Das kann doch nicht heißen. Das kann nur heißen. Genau. Den Blitzausbruch. Die stärkste Technik, die sich Trainer Evans je ausgedacht hat. Die haben wir jetzt ja auf den Kasten. Versuch ganz einfach, den Ball zu halten. Was? Die alten Inusum 11 schießen den Blitzausbruch? Hehe, natürlich. Hast du etwa gedacht, ihr könnt schon etwas, das wir damals noch nicht konnten? Also versuch, ihn zu halten. Jetzt kommt unser Blitzausbruch, der legendäre Schuss der Raimon. Okay. Bei denen muss der Schuss aber richtig hart sein, weil das Erwachsene sind. Bams. Und? Wenn ich diesen Ball halten kann, kann ich die Schüsse der Kirkwood-Spieler bestimmt auch halten. Oh. Was denn, Mark? Es ist ausgerechnet, jetzt tun meine Verletzungen wieder weh. Das geht so nicht. Du kannst doch nicht unmöglich im Tor stehen. Weil ich lieber aus mag. Aber ich kann nicht aufgeben. Dieser Ball, ich muss ihn aufhalten. Das ist nicht gut. Der Captain bringt sich in Gefahr. Captain, wir helfen dir. Was kommt denn jetzt? Oh. Gut mitgedacht.
Geschafft, wir haben ihn gehalten. Jungs, wir haben den Ball gehalten. Geschafft, wir haben es geschafft. Captain, das könnten wir schon nur schaffen, weil wir zu dritt unsere Kräfte vereint haben. Gut gemacht, in so einer Situation eine neue Technik zu erfinden. Das ist schon eine starke Leistung. Chaps, wir sollten diese Spezialtechnik Trippelabwehr nennen. Trippelabwehr? Das ist keine der Spezialtechnik, die mein Opa hinterlassen hat. Nein, das ist wirklich eine neue Spezialtechnik, die wir uns selbst ausgedacht haben. Das sollten wir sie schnell notieren, bevor wir vergessen, wie sie funktioniert. Genau. Und unser Notizbuch braucht natürlich auch einen Namen. Chaps, das Raimundbuch der Spezialtechniken. Den Mangel an Stilgefühl hast du wohl von deinem Großvater, oder? Das war echt eine Wahnsinnstechnik. Die müsst ihr mir auch beibringen. Über diese Technik muss ich auch noch einen Artikel in der Schülerzeitung bringen. Wie schön, es sieht wirklich so aus, als hätte Marco seine alte Form wiedergefunden. Stimmt, aber manchmal kostet er mich wirklich den letzten Nerv. Sag mal, Nelly, über was habt ihr eigentlich geredet neulich am Turm? Oh, Eifersucht? Hast du uns etwa gesehen? Nein, natürlich nicht. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Oh, Weiberkrieg. Also gut, Spezialtraining. Und zwar alle gemeinsam. Gegen diese Kirkwood werden wir gewinnen. Genau. Eine Sperre hat sich gelöst. Sprich mit Celia, um weitere Infos zu halten. Und du? Ich bin so froh, Mark. Jetzt musst du auch nicht mehr alles allein machen. Glück gehabt, oder? Was jetzt? Aber wieso fühle ich mich trotzdem so einsam und verlassen? Mark, woran liegt das nur? Du liebst mich, deswegen. Also Leute, morgen spielen wir im Halbfinale gegen Kirkwood, aber heute ist noch Training angesagt. Verstanden. Axel, du kommst auch mit zum Training, oder? Ja, klar. Warte einen Moment, Mark. Kommst du nach dem Training noch kurz zum Clubhaus? Ich brauche Hilfe beim Vorbereiten für morgen. Kein Problem. Also bis nachher und viel Erfolg beim Training. Sprich nach dem Training mit Sylvia. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Und tschüss.